Seit dem 30. September lag das russische Verlegeschiff Fortuna im Wismarer Hafen. Dort wurde das Schiff modernisiert und repariert. Der Rohrverleger wird bei dem Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 zum Einsatz kommen. Am 14. Januar wurde das antriebslose Schiff von Schleppern aus dem Hafen gezogen. Das Schiff wird in Richtung Bornholm bewegt, damit es dort vorbereitende Arbeiten und Tests durchführen kann, bevor die eigentliche Verlegung erfolgt. Auf Seiten der Politik gibt es verstärkte Kritik bezüglich der landeseigenen Stiftung Klimaschutz MV. Denn nicht nur die Fraktion der Grünen im Landtag äußerten Kritik, auch Bundesaußenminister Heiko Maas sowie die Klimabewegung Fridays for Future reagieren skeptisch auf die Stiftung. Sogar die Naturschutzverbände Bund, NABU und WWF distanzieren sich ganz klar von der Klimaschutzstiftung. Sie möchten den klimaschädlichen Bau der Pipeline nicht unterstützen. Mitte Januar sollen die Verlegearbeiten in dänischen Gewässern beginnen. Insgesamt fehlen der Pipeline zur Fertigstellung noch 150 Kilometer Länge in dänischen und deutschen Gewässern.